Alles gut, natürlich jetzt wieder. Was? Ja, genau. So habe ich mir das vorgestellt. Jetzt wird ein Dach draus. Habe ich noch? Ich glaube ja. Ach ja, genau, das war ja. Da muss ich. Wobei das gar nicht so gut aussieht. Es wird nur etwas abgerundet, wenn wir. Wird wieder dunkel. Das gefällt mir nicht so. Das Schlimme ist ja, wo diese ganze 90er, Anfang des 2000er, das alles so populär wurde. Wo das alles so ein bisschen, was soll ich sagen, verschandelt, kann man das so. Also man hat da nicht mehr so Unterschied zwischen der guten elektronischen Musik und der schlechten elektronischen Musik. Beispiel, also was ja immer so bei Gesprächen immer mal aufkommt, was hörst du für Musik? Ja, ich leg mich ja schon gar nicht beim Trichterhorn fest. Ich sag nur noch, ich höre am liebsten elektronische Musik. So, na, was kommt denn dann? Dann kommen so eine Aussagen wie, ah, ja, das ist ja wieder so ein Boom-Boom. Nee, das gefällt mir nicht. Oder, ach so, ja, das ist Musik, wo man nur den Knopf drückt. Ja, genau, ja. Oder, was auch immer, ganz toller Spruch ist. Nee, elektronische Musik höre ich nicht gerne. Also, das gefällt mir nicht. Ich höre am liebsten handgemachte Musik. Ganz toller Spruch. Da muss man erstmal definieren, was ist denn handgemachte Musik. Auch elektronische Musik wird mit der Hand gemacht. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist,
Man sollte sich mal die Frage stellen, wo denn heute keine elektronischen Elemente drin sind. Ich meine, jede Band hat irgendwie ein Keyboard irgendwie rumzustehen und ein Keyboard macht am Ende auch nur ja, elektronische Klangerzeugung, beziehungsweise die ganzen Piano, Streicherklänge, was alles drauf ist, sind ja auch nur alles Datenbanken, was auf einem Chip gespeichert ist, ne? Weiß ich nicht. Wenn ich mir dann so das ganze Schlagerzeug anhöre, also ich höre es mir ja nicht an, aber ich, ja gut. Also indirekt ja, wenn irgendwo mal das im Radio läuft, zwangsläufig, kommt man ja nicht drum rum. Das klingt auch alles irgendwie sehr zum Teil technoid, wie Vierteltakt und ja. Wolfgang Petri fällt mir da ein. Ist auch so ein Zeug gewesen. Das haben auch alle gehört, aber es hat keine elektronische Musik gehört. Nee, es haben alle lieber handgemachte Musik gehört, ne? Also, ihr merkt schon, das ist alles irgendwie echt witzig. Ich habe ja kein Problem damit, wenn man in diesem Bereich nicht so, ja, den Überblick hat. Geht mir in vielen anderen Bereichen ja auch so. Aber dann sollte man sich vielleicht kein Urteil, hui, war schief gegangen, kein Urteil erlauben. Ist aber auch wieder nur meine bescheidene Meinung. Ich würde es einfach freuen, wenn man vielleicht in dem Bereich auch etwas mehr Toleranz üben könnte. Ja, es gibt viel elektronische Musik, die schlecht ist, ne? Und einfach nur auf Masse ausgelegt ist. Aber es gibt nun auch ein paar gute Dinge. Bei mir kam dann so der Knick 2008. Da habe ich das Internetradio für mich entdeckt. Da bin ich nachher also am Anfang bei Technobase FM gelandet. Ja, die machen auch so dieses ganze kommerzielle Zeug. Aber nachher bin ich bei dem Schwestersender Transbase FM gelandet und da wohnen dann, ja, die etwas, wie soll ich sagen, ist das mal in Anführungszeichen niveauvolleren Sachen elektronische Musik gespielt. Wie der Name schon sagt, Transbase FM hat dann Trance gespielt und das hat mir schon deutlich besser gefallen und Trends habe ich dann auch über Jahre hinweg gehört. Und dieser, nennen wir es mal, Unterbereich Trends wurde aus meiner Sicht, zumindest so wahrgenommen, nie so aggressiv ausgeschlachtet. Natürlich gab es da auch Großveranstaltungen und alles, aber das war. Konnte zum Teil eine entspanntere Atmosphäre haben. Dieses ganze Scooter-Zeug und alles da, ja, war nur auf Tempo gemacht. Und man hatte mal das Gefühl, man muss irgendwie schon da auf der Fläche und losrammeln. Ist ja mal ganz gut. Aber nicht immer. Und Trance ist halt etwas, also oftmals, klar, gibt es auch Ausnahmen. Oftmals etwas ruhiger ausgelegt. Trance-Produktionen sind auch im Großen und Ganzen länger halt. Ne? Also da reden wir von 8 bis, also 7 bis 8 Minuten, je nachdem. Das ganze partyorientierte Zeug, was in Fachkreisen auch Hands-up genannt wird. Ja, so 3 bis 4 Minuten, vielleicht mal 5. Dann ist es aber schon viel. Wobei ich denke, es wurde auch alles viel von den Medien verallgemeinert. Es gibt einen sehr bekannten Sampler, der heißt Future Trends. Und da ist eben genau dieses ganze Kommerzzeug drauf. Das ist aber irreführend, weil
was da drauf ist, ist ja eben dieses ganze kommerzielle Hanz-Abzeug und eben kein Trance. Früher in den 90ern kam dieser Sampler so langsam auf, ja, da war es noch ansatzweise. Die haben sich dann aber ziemlich schnell in den Mainstream-Bereich begeben. Und steht aber immer noch im nicht Trance FM, im Future Trance drauf. Ne? Wenn ich also jetzt sagen würde, okay, ich höre Trance, dann würden einige vielleicht denken, oh ja, da gibt es ja so einen Sampler. Und dann würden die komplett ein falsches Bild natürlich von dem bekommen, was ich höre. Ne? Ich meine, ich höre es heute auch nicht mehr so. Ich habe mich da der ganzen Trance-Sache auch etwas entfernt. Wobei das auch wieder damit zusammenhängt, dass eben auch in dem Bereich es sehr kommerziell geworden ist. Mittlerweile, na, so vor 10 Jahren war es noch nicht so. Und viele gute Trends, Interpreten haben sich dann nachher, ja, haben so ihre eigentlichen Sachen aufgegeben. Die haben dann kein Trends mehr gemacht, sondern eher dieses ganze Elektrohaus und so. Und das hat mir nicht so gefallen. Da fällt mir ein, so W&W, die haben mir sehr gefallen. Die fand ich richtig gut. Die haben am Anfang so richtig guten Trance gemacht, aber so ab 2011, 2012 ging es so in dieses ganze Elektrohaus Big Room Bereich. So, wo es einfach nur darum ging, ja, wir machen eine fette Feier, wir müssen unbedingt ein Stadion füllen. Und das war mir dann irgendwie, fand ich schade. Es gibt doch wirklich Künstler, die haben damit Absicht dann ihre eigentliche Musikrichtung aufgegeben, um mehr in den kommerziellen Bereich zu gehen, um wahrscheinlich auch etwas mehr zu verdienen. So, haben wir jetzt abgebaut jetzt hier, ich hoffe. Ja, ist klar, Musik entwickelt sich weiter und man sollte auch sich selbst weiterentwickeln, das sehe ich auch an mir, aber man muss halt damit rechnen, dass es dann eben auch nicht allen gefällt. Manche kommen damit klar, manche nicht. Musik ist am Ende auch immer nur Geschmackssache. Ich mag zum Beispiel kein Hip-Hop. Soll es aber nicht heißen, dass Hip-Hop von Grund auf eine schlechte Musik ist. Es gibt auch guten Hip-Hop. Man muss aber aus meiner Sicht suchen, um guten Hip-Hop zu finden. Cool. Ich überhaupt noch eine? Ja, gut. Ich glaube, mich hat der Musikrichtung Trance einfach gestört, dass es letztendlich, nee, andersrum. Also die musikgeschichtlich gesehen war es ja so, dass es diese Grundform, sage ich mal, vereinfacht gesagt Techno gab und aus der Techno-Richtung heraus haben sich nachher die ganzen einzelnen Musikrichtungen herausentwickelt und es gibt dann ganz viele Unterkategorien und Abzweigungen. Dann haben sich natürlich auch viele Richtungen untereinander gekreuzt, wo dann daraus wieder neue Richtungen entstanden sind, immer so weiter. Zum Beispiel bei Trance ist es so, es gibt halt Trance und da gibt es eben auch ganz viele Unterkategorien, Vocal Trance halt, wie der Name schon sagt, mit Gesang und dann gibt es noch Progressive Trance und Tech-Trends, Tech-Trends, so.
halt Trends, der etwas technoider sind und immer so weiter und so fort. Ne? Aber grundsätzlich basiert sind alles auf diesen Viervierteltakt halt. Ne? Und das war mir dann irgendwann, glaube ich, zu stupide. Klar, es ist einfach zu produzieren. Was macht man? Man zieht sich erstmal eine ordentliche Line, so die üblichen Sachen. Aber, weiß nicht. Ich war dann so ab 2018 so auf der Suche nach neuen und bin dann nachher bei dem melodischeren Dubstep gelandet, glaube ich. Ja, würde ich so sagen. Melodic Dubstep. Wobei ich natürlich auch gern mal ab und zu ein paar Trance-Elemente einbaue. Man kommt halt nicht ganz los von dieser Sache, weil ich mich da eben auch jahrelang von wirklich beeinflussen lassen habe. War ja auch eine schöne Zeit. Komme ich da ran? Nee. So, jetzt habe ich euch ganz viel unnötig mit Musik vollgequatscht. Tut mir leid. War nicht böse gemeint. Aber grundsätzlich kann man, glaube ich, sagen, dass es in vielen Musikrichtungen so ist, dass es einen vielleicht ja so einen nicht kommerziellen Teil gibt und dann sei der sehr kommerziell ausgeschlachtet wird. Und der ist dann aber meistens auch schlecht. Ne? Also, ja, oftmals. Meine Theorie ist ja, und da soll sich bitte auch keiner irgendwie angegriffen fühlen. Umso mehr Menschen man ansprechen möchte mit der Musik, umso einfacher muss man sie gestalten. Warum auch immer. Gut, klar, wenn ich jetzt ein Stück habe mit einem tiefgründigen und nachdenklichen Text, dann ist natürlich Party machen etwas schlecht. Das geht natürlich. Doch, das geht. Das kriegen wir hin. Und zwar geht das? Sieht denn das hier drüben aus? Ja. Dann müssen wir aber das so machen, damit es einigermaßen gut aussieht. So ganz haut das irgendwie nicht hin, oder? So, es muss jetzt passen. Noch was machen und zwar so und ich glaube, warum sieht es besser aus? Es geht ja wieder nicht wegen dieser Halbstufe. Na, das vergesse ich immer. Ja. Ist das hier drüben dran? Ja, gut. Ich denke, das können wir erstmal so lassen.
So, wir müssen das hier auf jeden Fall ein bisschen mehr ausleuchten. Ich denke, das geht aber so langsam. Na Mensch, haben wir sogar ein bisschen was geschafft. Wenn wir die Zeit etwas verquatscht haben. Das ist natürlich ein bisschen doof. Hier unten haben wir halt diesen Bruchstein verwendet. Hier oben ist halt der Ziegelstein. Ich müsste man das komplett mit Ziegelstein hier. Ach, nur wohl eigentlich. Tja. Ach, lassen wir so. Spitzhacke nehmen. Sonst klopp ich mich hier blöde. Ja, es geht da wegen der Brücke, okay. Ich habe eine Idee, wie das Problem lösen könnte. Habe ich Steinstufen da? Ich weiß nicht, wie das aussieht. Ja, aber ich finde, das hat was. Das können wir auf jeden Fall so lassen. Das macht doch einen recht schicken Eindruck. Dann müssen wir das hier aber auf jeden Fall. Die Stufen reichen noch zum Glück. So, die Ecke habe ich.
Bruchstein gemacht, okay. Okay. Alle. Oder haben wir noch was? Nee. So, schön ausleuchten. Das reicht den Fackeln natürlich auch nicht mehr. Aber wir haben einiges geschafft heute. Und ja, das, was ich so die letzten 1, 2 Stunden so getrieben habe, weiß nicht, wir können da mal hochgehen. Sieht man das ja, man, es ist dunkel draußen, aber probieren kann man es ja mal. Da müssen wir mal Schluss machen. Ist ein bisschen dunkel. Also hier habe ich diesen Park weiter. Sieht das nicht so gut, glaube ich. Gut, ich habe auf jeden Fall den Park hier unten weitergebaut und da hinten ganz viel Berg abgetragen und ja, das gucken wir uns am besten beim nächsten Mal an. Okay, dann danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Bis dann. Der Dark von Galaxy.